Hallo man, miteinander mal wieder. Ich mach mal ein kleines, habe ich mir gedacht, ein kleines DVD-Unboxing einmal zu Weihnachten feiern mit Mickey Mouse. Da sind insgesamt drei DVDs drin. Und das ist einmal die Vorderseite von der Seite. Das sind die drei Filme. So. Könnt ihr euch durchlesen? Wir hoffen mal von der Seite, das sind die einzelnen Filme. Ja. So, dann packen wir das mal aus. So. So, das sind die drei DVD. Erst fangen wir mal an. Volume 7, okay. Disney Volume 7 Animation Collector Edition. Mickey Mouse Weihnachtserzählung. Und weiter Kurzfilm Klassiker. Okay. Wen sehen wir hier drauf? Hier sehen wir anscheinend Uncle Doug bei Doug als Ebenezer Scrooge und Mickey Mouse. Oh, kommen jetzt nicht, wen er spielt. Darauf. Es geht um Disneys Mickey Mouse Weihnachtsgeschichte von Charles Dickinson im Mickey Mouse Universum. Das ist die beste Version überhaupt. Es gibt ja noch eine mit Jim Carrey. Aber die ist nicht so wie die Mickey Mouse Version. Nehmen wir mal das Spielchen um. Hier sehen wir noch ein paar andere. Hier sehen wir kleine Kurzfilme. Klassiker sind da mit drin. In Sprachen ist es Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Niederländisch. Untertitel Deutsch, Englisch. Englisch für Hörgeschädigte, Französisch, Spanisch, Heidi, Niederländisch und Türkisch, aber kein Deutsch für Hörgeschädigte. Okay, also hier ein bisschen Text, Pause drücken und durchlesen. Hier sind wir auch noch. Ebenezer Scrooge, Mickey Mouse Rolle, denn anscheinend auch aus einem Kurzfilm. Kleiner Junge und ein Esel. Da sehen wir den kleinen Tim. Hier sehen wir den. Der zweite Geist. Ja, ich glaube, der zweite Geist. So, kommen wir zu den nächsten. Das werden. Einmal schärfer machen. Ihr könnt es ja schon lesen. Hier sehen wir Mickey drauf. Minnie, Daisy, Donald und Goofy. FSK 0, also kein Alter. Entsprechend. Hier sind wir nochmal. Die Rückseite. Diese Sammlung. Könnt ihr euch nochmal da durchlesen, was da so ist. Hier oben. Extras und so. Den Text könnt ihr auch pausen. Hier sehen wir Daisy, Trick und Track. Minnie. Donald und Pluto und kein Mickey. Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch. Wo man noch das braucht, Türkisch. Keine Ahnung. Laufzeit. DVD, Video, Disney, Home Entertainment. So. Kommen wir zum letzten. Disney's Mickey's fröhliche Weihnachten. Hier sehen wir einen Tannenbaum. Ein Geschenk, Mickey mit einer Kerze noch ein Geschenk. Das FSK-0-Logo, was ich doof finde, immer wenn die das so, dass man das nicht abmachen könnte. Weil nachher schauen, ob wenn der Cover dabei ist. So, hier sehen wir nochmal. Auch ein geiler Film gibt es meistens ganz selten, wirklich ganz selten auf RTL.
Super, denn ganz die haben mehrere Geschichten erzählt, zum Beispiel Goofy und Max, Weihnachten, Mickey, Pluto und Minnie, Tick, Tick und Track, und dann kommen nochmal alles zusammen. Hier haben wir noch ein paar kleine Extras, Trailer-Shows, bla bla bla. Sprache Deutsch, Engl und Englisch, gut. Gott sei Dank. Untertitel Deutsch, Englisch. Oh, Gott sei Dank. Keine weiteren. Hier nochmal von der Seite. Hier sehen wir nochmal den Schriftzug. Noch ein Geschenk. Mickey und Minnie. So. Unten nichts. Oben nichts. Gucken wir mal hier rein. Und klassisch schwarz. Die CD auf dem grünen Cover. Gucken, ob Bändecover mit drin ist. Ist kein Bändecover, was doof ist. Egal. Zu wieder. Nächstes gucken, reingucken kurz. Etwas bläulicher. Und hier sind wir Mickey, Pluto und der Baum. Hier sind auch mehrere verschiedene Geschichten enthalten. So, das war das. Es kommt die, die wir zuerst hatten. Ein weiß, durchsichtiges Weiß. Aufmachen. Paar Blues. Also, weiß nicht, ob man das so erkennt. Die Schrift, das Disney-Logo in einem Regenbogenfarbe, kann man so sagen, wenn man das dreht und so. Sonst ist der durchsichtig, kann man so kann man es besser sehen. Letzter Regenbogenfarben, kein Wendekörper, nichts weiß also. Okay, das war das. Bis gleich kommt die nächste DVD-Auspackung, Unboxing, Entschuldigung. Schon spät.